Mit dem Beyond-Update, das am 14. August 2019 erscheinen soll, verspricht Hello Games erneut eine deutliche Erweiterung der Weltraum-Sandbox No Man's Sky. Wir zeigen euch 5 neue Spielelemente, die das Update beinhalten wird. Mit dem Beyond-Update erhält No Man's Sky auf dem PC und der PS4 vollständige VR-Unterstützung. Das komplette Spiel mit seinen prozedural generierten Welten, Basen und Raumschiffen soll in VR spielbar sein. Dabei können auf den passenden Plattformen alle gängigen VR-Controller genutzt, sowie zwischen normaler Bewegung und Teleport gewählt werden. Mit dem neuen Update wird der Multiplayer von No Man's Sky deutlich erweitert. Je nach Plattform sollen mit Beyond laut Hello Games 24 bis 32 Spieler gemeinsam in einer Spielsession unterwegs sein können, wobei die höchste Spielerzahl wohl nur auf dem PC erreicht wird. Als zentraler sozialer Hub soll die neue Raumstation Nexus dienen. Hier sollen gemeinsam Missionen geplant und Spielergruppen erstellt werden können, Koordinaten für Planeten getauscht oder Handel getrieben werden. Bisher war das No Man's Sky-Universum nur von Vaikin, Korvax und Gex bevölkert, die sich zudem nur in ihren Basen und Raumstationen aufhielten. Hello Games verspricht mit Beyond einerseits lebendiger besiedelte Planeten und herumstreifende NPCs, andererseits sollen aber auch neue Alienrassen eingeführt werden, welche Begegnungen und Interaktionen abwechslungsreicher machen sollen. Der mit dem Foundations-Update eingeführte Basenbau wurde mit Next und The Abyss bereits deutlich erweitert. Beyond soll jetzt neue Stromfunktionen mitbringen, die in ihrer Anlage an Redstone aus Minecraft erinnern und größere automatisierte Minensysteme und komplexere Baumöglichkeiten eröffnen sollen. Die merkwürdigen Kreaturen des No Man's Sky-Universums können ab sofort nicht nur erforscht, benannt und beobachtet werden, sondern sollen mit Beyond jetzt auch praktische Zwecke erfüllen. Hello Games verspricht die Möglichkeit, die Viecher als Nutztiere zu halten, sie reiten zu können und sogar die Milch der Aliens als Crafting-Werkstoff nutzbar zu machen. Zudem sollen jetzt auch größere Felder angelegt werden können, die das Sammeln bestimmter Ressourcen einfacher machen sollen. 3 Jahre nach dem Release wird No Man's Sky mit Beyond also nochmal deutlich erweitert. Werdet ihr euch das neue Update anschauen oder habt ihr kein Interesse mehr an No Man's Sky? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.